Ein herzliches Glück auch aus der TU Bergakademie Freiberg. Mein Name ist Andreas Benz und ich möchte Ihnen heute wieder eine, wahrscheinlich sogar die bedeutendste Sammlung der Kustodie vorstellen. Die historische Modellsammlung oder korrekt gesagt den Modellbestand der Sammlung für Bergbaukunde, Aufbereitung und Geschichte des Bergbaus. Den Nicht-Modellteil, häufig auch als Treptow-Sammlung bezeichnet, befindet sich in unserem Depot im Universitätshauptgebäude. Schauen Sie sich doch auch gerne mal diesen Beitrag dazu an. Heute sind wir hier aber in unserem Hauptdepot in der Lessingstraße. Zuvor waren die Modelle über 10 Jahre lang in der ehemaligen Weißkaue auf der Reichen Zeche untergebracht. Im Zuge der Sächsischen Landesausstellung musste das Schaudepot allerdings geräumt und die Sammlung hierher verlagert werden. Eine Besichtigung durch größere Besuchergruppen ist daher vorerst nicht möglich. Die Nutzung der Modelle für Forschung und Lehre ist dagegen weiterhin gesichert. Sie dienen als Anschauungsmaterial für museologische Objektbetrachtungen zum Umgang mit Kulturgut oder im Rahmen der Lehrveranstaltung historische Strömungsmaschinen, etwa anhand dieser Ventilatorenmodelle. Die Geschichte der Sammlung, die heute noch gut 200 Objekte umfasst, reicht bis ins Jahr 1765. Denn bereits zur Grundausstattung der Bergakademie zählten einige technische Modelle, die in den kommenden Jahrzehnten immer weiter ergänzt wurden, ab dem Jahre 1840 durch die eigene Modellwerkstatt. Die Objekte dienten der Veranschaulichung von Arbeitsprozessen und Gerätschaften des Bergbaus und wurden bis Anfang des 20. Jahrhunderts intensiv für die bergmännische Ausbildung genutzt. Die Modelle decken vielfältige Bereiche des Bergbaus ab. Die Gewinnungsarbeiten werden unter anderem dargestellt am Schumannschen Bohrhammer, der ersten druckluftbetriebenen Bohrmaschine aus den 1850er Jahren. Zurzeit befinden sich sowohl das Original als auch das Modell aus Holz als Leihgaben in musealen Sonderausstellungen. Zum Grubenausbau haben wir eine Vielzahl an Schachtkonstruktionen und verschiedenen Varianten von Türstöcken. Der größte Teil stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Thema Förderung trug in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch dem Aspekt der Grubensicherheit Rechnung, verdeutlicht anhand dieser Fördergestelle mit Fangvorrichtung. Den Bereich Wasserhaltung repräsentieren insbesondere die beeindruckenden Modelle von Wassersäulenmaschinen, die im Original dazu dienten, Wasser aus dem Berg zu befördern, aber auch zum Antrieb der Fahrkunst eingesetzt wurden. Die Aufbereitung ist einer der umfangreichsten Teile der Sammlung mit über 50 Modellen von Stoß- und Schlemmherden, Setzmaschinen und Pochwerken wie diesem herrlichen Stück aus dem Jahre 1838. Und schließlich hätten wir den separaten Bestand an Hüttenwerksmodellen, von denen 24 erhalten geblieben sind. Für die abschließende Rubrik Mein Lieblingsstück fiel es mir diesmal besonders schwer, ein einzelnes Objekt auszuwählen. Deshalb schummle ich jetzt ein bisschen und zeige Ihnen auf dem Weg zum eigentlichen Lieblingsstück weitere Höhepunkte der Sammlung. Hier die Kornwolsche Dampfmaschine mit Balancier und Kondensation. Dieses Modell eines Wasserkübels mit Kehrrad aus den 1830er Jahren ist eines der herausragenden Objekte, die die Maschinenwerkstatt Halsbrücke anfertigte. Dort wurden die meisten Modelle gefertigt, bevor die Bergakademie in den 1840er Jahren ihre eigene Modellwerkstatt einrichtet. Weitere Köbelmodelle wie dieser wunderschön gefertigten ungarischer Art befinden sich im nächsten Raum. Und hier neben dem idealen Schachtmodell nun unser Lieblingsstück, das Modell des verzogenen Schachts zu König Davids zu Annaberg. Bei dem Modell handelt es sich nicht nur um ein filigranes Meisterwerk, es dürfte sich auch um das meistgesehene Objekt unserer Sammlung handeln. Wurde es doch auf der letzten Documenta in Kassel als Teil einer Kunstinstallation einem weltweiten Publikum bekannt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kleinen Rundgang unsere wunderbaren Modelle etwas näher bringen und würde mich freuen, Sie bei einer unserer anderen Sammlungen demnächst wieder begrüßen zu dürfen.